Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play für das Spiel Afrika Core vs. Desert Rats. Ihr müsst auf jeden Fall bei dem Spiel höllisch aufpassen. Ihr dürft euch nicht die Original-Box-Version von Monte Cristo und so holen, weil das wird nämlich auf euren modernen Systemen, glaube ich, nicht funktionieren. Also ich weiß es auf jeden Fall, bei Windows 7 habt ihr keine Chance mit der offiziellen Version vom Hersteller, sondern ihr müsst euch, wie zum Beispiel von Green Paper oder wie heißt die andere, weiß ich nicht, es gibt auf jeden Fall mehrere, oder wie gesagt, von der Computerbild-Spielezeitschrift, wenn ihr da mal eine CD habt, weil nämlich da dieser Star Force Kopierschutz nicht drauf ist und der hat nämlich ein Problem mit den neuen Windows-Versionen. Und ihr seht, so läuft das Spiel ohne Probleme. Beide Kampagnen. Nee. Ich würde sagen, wir spielen die Kampagnen einzeln. Jetzt machen wir erstmal die deutsche. Ja, warum habe ich keinen Sound? Habe ich jetzt mein Headset ausgestöpselt? Nee. Komisch. Das ist ja blöd. Ich habe keinen Sound. Oh, warte mal. Dann machen wir mal die Auflösung mal hoch. So schaut es schon besser aus. Sound. Jetzt war noch mal Gesamtlautstärke. Ja, Musik ist aus, aber müssen wir das nochmal schauen, wieso. Machen wir schnell nochmal. Ob wir jetzt. Ah, jetzt hört man. Also wenn ihr Musik ausstellt, ist euer Sound weg. Müsst ihr aufpassen. Einen Sound brauchen wir natürlich schon. Wir wollen ja hören, wie unsere deutschen Panzer rollen. So, so schaut es schon besser aus. Lagebesprechung. So, was müssen wir machen? Ort Libyen, Alliierten. Das Gebiet südlich von El Agheila auskundschaften. So, für jede Mission steht Ihnen eine bestimmte Anzahl von Missionspunkten zur Verfügung. Ja, mit denen. Jetzt war da mal weiter schließen. Da. So. Also ihr seht schon, 44 Punkte hätten wir. Wobei ich das eigentlich gar nicht möchte. 3 Punkte. Jetzt war da mal einen Sanitäter haben wir. Schütze, MG-Schütze. Opel Blitz brauche ich auch keinen. Das ist jetzt auch nur, um Geschütze zu ziehen oder eure Einheiten zu transportieren. Ah, schaut mal hin. Ich habe schon gedacht, 18 Punkte. Ein Schütze kostet 18 Punkte. Also könnten wir uns eigentlich noch 9 Schützen dazu holen. Ich würde aber sagen, wir holen uns nur 8. Und dafür. Warte mal, dann lieber noch einen zweiten Sanitäter hinzu. Kübelwagen und so, das würde ich eigentlich nur für die Aufklärung nutzen, also die vorschicken und Spezialeinheiten. Ich glaube, die kriegen wir dann im Laufe des Spiels. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt probieren wir es einfach mal so. Soldaten, wir müssen die Oase einnehmen. Jetzt warte mal, das werden wir jetzt mal ausschalten hier.
Naja, Grafik schaut eigentlich nicht mal schlecht aus. Für das, dass das Spiel schon so alt ist, dringen sie bis zur Oase vor. Jetzt warte mal, da haben wir uns ins... Sanitäter bringen wir jetzt erstmal ein bisschen auf die Seite. Blöd ist natürlich, dass wir von hier oben jetzt das nicht so genau sehen, was jetzt hier welcher ist. Also nur in der Nahaufnahme. Also uns dann Aufklärer mal ein bisschen nach vorne. Also Hartmann muss, glaube ich, immer überleben. Also der, wenn drauf geht, ist das Spiel vorbei. Ich weiß nicht, ob wir jetzt so zwei Trupps hier entsenden sollen. Ja. Also, ein Sanitäter hier, einen hier. Boah, jetzt werden die schon angegriffen, ey. Warte mal, da haben wir Formation. Sanitäter, wie kannst du die Leute heilen? Boah, jetzt sind sie überall unter Beschuss. Shit. Shit. Ah, jetzt, ja. Nicht mit der rechten Maustaste, sondern mit der linken. Dann heilt er die Leute. So, hier müssen wir aufpassen. Wir könnten... Ah, das Fahrzeug können wir sogar mitnehmen. Bemannt diese Fahrzeuge und schmeißt sie an. Ihre britischen Hersteller sollen stolz auf sie sein. Okay. Also wir brauchen diese Fahrzeuge hier. Schnell, Leute, ins Fahrzeug. Boah, das sind ja überall welche. Ja, cool. Dann Aufklärer mal ein bisschen nach vorne, dass der da mal aufklärt alles. Damit wir es sehen. Ja, ihr seht schon, desto mehr Leute hier ins Fahrzeug einbringt, desto mehr verbessern sich eure Fähigkeiten von den Einheiten, wie die Feuerrate vom Geschütz, glaube ich. Die Sichtreichweite habt ihr ja gesehen. Feuerrate der Primärwaffe, genau. Also die Fahrzeuge brauchen wir auf jeden Fall. Aufklärer ein bisschen nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob jetzt da hier Munition auch ausgehen kann. Aber ihr seht schon. Boah, wie da. Ich schaut mal, wie hier von den Fahrzeugen. Also ihr seht, normales Gewehr im Gehfeuer, Alter, zieht euch so viel Gesundheit von den Fahrzeugen ab. Ist ja Wahnsinn. Oh, warte mal. Schnell, die wollen abhauen. Wir sollen die einholen. Wo sind die? Starten Sie einen Gegenangriff. Ja, da sind sie. So, schnell hinterher, Leute. So, Sekundäraufgabe haben wir erfüllt. Dann mal unseren Aufklärer hier hin. Schalten Sie... Ja, das haben wir ja. Starten Sie einen Gegenangriff, um alle in der Nähe stationierten Einheiten der Alliierten zu vernichten. Haben wir jetzt hier noch irgendwo Fahrzeuge, die wir nehmen können? Nö. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Wir gehen jetzt mal hier zurück, weil wir können uns nämlich auch schön eingraben. Na, geht gar nicht hier mit dem. Wieso können wir uns nicht eingraben? Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass wir uns hier eingraben können. Das geht aber mit den Fahrzeugen hier nicht. So, die Schützen gehen mal hier rüber. Den Aufklärer. Die Einheiten ein bisschen auseinanderbringen. So, Schützen hier vor.
Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir die Einheiten dann in die nächste Mission hier mitnehmen können. So, Aufklärer. Bisschen nach vorne. Schön langsam nach vorne. Hä? Haben wir irgendwo hier hinten noch gegnerische Einheiten? Weil so wie ich mich noch recht entsinnen kann, ist die Mission vorbei, sobald wir die letzte gegnerische Einheit zerstören. Aber es kommen ja keine Panzer oder irgendwas mehr. Schütze macht Meldung. Auf dem Weg. Sanitäter einsatzbereit. Oberstleutnant Hartmann. Warte mal, wo sehen wir unsere Missionsziele? Na, hier haben wir noch was. Sichern Sie das Dorf. Also, da muss irgendwo hier im Dorf müssen noch Einheiten oder irgendwo hier außenrum Einheiten sein. Aber wo das Gebäude? Vielleicht hier? Ah, schaut hin, da ist noch ein Fahrzeug. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Boah. Boah, shit. Da haben wir ihn. Und dann erscheint nämlich immer das hier. Dann wisst ihr, ihr habt die Mission geschafft. Jetzt hat aber Hartmann, ich glaube, sein Fahrzeug verloren. Ja. Okay, habt mal Glück. Wir haben auf jeden Fall einen Orden bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Unsere zweite Mission, Wüstengeist. Die Talenge bei Mercer Brega halten, bis Verstärkung kommt. So, ich würde auch hier sagen, wir machen pro Mission eine Folge. Dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.